willkommen zum Vortrag getrennt zusammen proben und musizieren mit Gemolos. Worum geht es bei diesem Vortrag? Nun, das Problem, was ich zu lösen hatte, war der Probenbetrieb in der Pandemie. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass in einer Band oder einem Ensemble oder einem Orchester oder einem Chor hat man eine größere Menge von Teilnehmern und wir wissen alle, wie das ist, wenn die zusammenkommen sollen in einer größeren Gruppe, speziell wenn es auch noch um Fragen wie Gesang oder so geht. Das funktioniert halt nicht. Hingegen wissen wir, dass das Internet mittlerweile viel für Videoübertragungen und Audioübertragungen eingesetzt wird und auch für Gaming und Ähnliches und High-Speed-Trading, wo hohe Geschwindigkeiten gefragt sind. Das heißt, die Fernübertragungsmöglichkeiten sind eigentlich schon vorhanden. Und wenn es jetzt beim Zusammenschalten von einer Gruppe Probleme geben sollte, können zumindest einzelne technisch versierte Personen eine Rundreise machen bei Orchestermitgliedern und mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen dann auch den Support leisten, der hier nötig ist. Die relevante Technik existiert und ist einsetzbar. Zum einen die Studioaufnahmetechnik. Da ist es schon seit Ewigkeit möglich, Teilnehmer zeitlich und räumlich getrennt aufzunehmen. Der Unterschied zu dem Problem, was wir bei einer Fernprobe haben, ist natürlich, dass hier eine zeitliche Trennung vorliegt. Und zwar, indem die verschiedenen Musiker hintereinander eingespielt werden und das mit der Methode des Multitrackings. Ja, da fängt man normalerweise mit einem Clicktrack an, wo der Rhythmus festgelegt wird. Und dazu spielt dann die Bass, also die Rhythmusgruppe, Schlagzeug und Bass, dann die Grundbegleitung ein und danach kommen die anderen Stimmen, das Gerüst dazu und die Solisten typischerweise relativ am Schluss. Die Durchlaufverzögerungen, die dabei auftreten, wenn man verschiedene Geräte hintereinander schaltet und so, sind eigentlich relativ unproblematisch, weil man die einfach kompensieren kann. Das Problem, was wir natürlich hier haben, ist, dass für den interaktiven Probenbetrieb ist diese Art der Aufnahmetechnik, bei der Latenzen einfach kompensiert werden können, nicht praktikabel, weil wir haben keine Interaktivität. Das heißt, der Erste, der etwas einspielt und von dem das Signal zu dem anderen hinkommt, der ist dann für den Zweiten zu hören, aber das, was der Zweite in Reaktion darauf macht, kann der Erste nicht mehr hören. Und diese Interaktivität ist eigentlich für Probenaufnahmen, für den Probenbetrieb eine sehr wichtige Sache, speziell auch, weil man ja häufiger abbrechen muss und was neu machen muss. Da ist halt die Frage, wofür ist die Studiomusik dann geeignet? Also optimal ist es natürlich als Betätigungsfeld für Studiomusiker, die ihre Beiträge ohne Rücksprache und ohne Entwicklungsarbeit abliefern. Also man gibt ihnen die Noten, man gibt ihnen den Track, man spielt ihnen den Track ein, zu dem sie etwas spielen sollen, sie liefern das ab und fertig. Und im professionellen Musikbetrieb gibt es durchaus Leute, die diese Fähigkeiten haben und die eigentlich dann gar nicht mehr groß proben, sondern halt wirklich nur einspielen. Das ist leider nicht das, was wir benutzen können. Ja, was wir brauchen, ist die Kommunikation. Und da sind natürlich Streaming-Technologien gefragt, die existieren schon. Da haben wir bekannte Vertreter von zunächst Telefoniesystemen und Konferenzsystemen und mittlerweile Videokonferenzsystemen. Skype hat jeder schon mal gehört. Zoom ist aktuell die gebräuchlichste kommerzielle Lösung. Jitsi ist eine relativ praktikable Lösung, die auch für Webkonferenzen ohne vorherige Softwareinstallation brauchbar ist. Die Technologie dazu ist etwa die WebRTC-Library,
die über UDP-Pakete dann ja, Streaming-Pakete liefert und Redundanzen hat gegen Ausfälle, gegen und andere Störungen, gegen Verschiebungen, Paketverlust, Paketverzögerung. Diese Technik ist gedacht für Telefonie und für Konferenzen, wobei jeweils immer zu einem Zeitpunkt ein Sprecher aktiv ist. Und das hat dann auch Konsequenzen. Das heißt, es werden Techniken eingesetzt wie Echokompensation, wo dafür gesorgt wird, dass wenn man Sachen über Lautsprecher wiedergibt und die in das Mikrofon wieder abstrahlen, dass das aus dem Signal entfernt wird und man kein Echo von der anderen Seite hört. Dazu gehören dann so Sachen wie Ducking, das heißt, es werden diejenigen, die nicht als aktive Sprecher identifiziert sind, deren Mikrofon wird einfach stumm geschaltet. Es gehört natürlich Rückkopplungsunterdrückung dazu, ja gut, heulen mag niemand, und eine Lautstärkenormierung, damit alle ähnlich gut gehört werden können, unabhängig davon, wie ihre eigene Technik aufgesetzt ist. Bei diesen Arten der Kommunikation ist es unproblematisch, wenn Latenzen von 100 Millisekunden oder so auftreten. Früher hat man das gekannt aus der Satellitentelefonie. Das heißt, Verbindungen in die USA haben teilweise Laufzeitverzögerungen im Bereich von ja, einer Sekunde oder so gehabt, in der Größenordnung. Und man konnte sich auch daran gewöhnen. Und das hat die Kommunikation nicht groß gestört. Bestenfalls etwas, wenn man halt sich gegenseitig ins Wort gefallen ist und dann gleichzeitig abgebrochen hat und wieder angefangen hat, kann schon auch schon mal passieren. Für interaktives Musizieren sind diese Arten von Verzögerungen eigentlich Gift, weil wir müssen die Möglichkeit haben, dass die Teilnehmer gemeinsam ein Tempo entwickeln und halten, und da ist dann diese Verzögerung sehr schwierig. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist, dass man mit Loops arbeitet. Das heißt, das, was man von den anderen hört, ist eigentlich schon um eine ganze Taktgruppe versetzt und wird zwischengespeichert. Das ist für experimentelle Jam-Sessions vielleicht ganz nett, hat natürlich Ansprüche sehr auf konstantes Halten des Tempos und darauf, dass jeder gelassen ist, wenn welche anderen Leute etwas falsch machen. Und es ist natürlich für Proben von bestimmtem Material eigentlich weniger geeignet. Da gibt es ein Programm, das nennt sich Ninjam, das führt so etwas durch. Ja, dann gibt es den zweiten Ansatz, und der ist es halt, die Latenz zu drücken. Dazu braucht man halt Internetverbindungen, wie sie fürs Gaming bekannt sind, die einen sehr hohen Durchsatz und eine konstant niedrige Latenz haben. Man braucht Codecs, die das Signal ja, kodieren, die ebenfalls einen hohen Durchsatz und eine niedrige Latenz haben, wie zum Beispiel den freien Opus-Codec, der auch in WebRTC verwendet wird. Und wenn möglich, verzichtet man aufs WLAN und benutzt stattdessen LAN-Kabel nimmt eine Soundkarte, die latenzarm die Signale konvertiert, was meistens keine eingebauten Soundkarten sind in Laptops oder so. Und man verzichtet auf Video, weil Video hat höhere Bandbreiten und auch einiges an Latenz. Da gibt es mit diesem Ansatz, nenne ich jetzt einfach nur zwei Beispiele. Das eine ist Sonobus, das hat eine Peer-to-Peer-Architektur über das WebRTC-Protokoll. Das habe ich selber noch nicht probiert, aber Erfahrungsberichte, die ich gehört habe, haben eigentlich dem Programm momentan eine recht geringe Stabilität zugebilligt und auch eine Nutzbarkeit, die für nicht vorbedarfte Anwender vielleicht etwas schwierig ist. Ja, und dann gibt es natürlich Jamulus, wovon unser Vortrag heute handelt. Gucken wir jetzt mal etwas näher rein. Und da sehen wir jetzt hier von Jamulus, wenn man das startet und guckt ins Mixerboard, hier ist schon eine Verbindung gemacht worden. Dann hat man hier einen Moment, einen Lautstärkeregler,
Den sieht man hier, da kann man seinen eigenen Pegel mit regeln und für alle anderen Teilnehmer bekommt man dann hier einen anderen Regler dazu. Jeder hat sein eigenes Mischpult, was man sich für einen Mix zusammenstellt, ist unabhängig von dem, was die anderen im Mix haben. Das zeige ich gleich nochmal, illustriere ich gleich nochmal in einem Video. Da gucken wir jetzt weiter. Wenn man noch nicht verbunden ist, ist wichtig die Serverliste. Hier sehen wir, dass da die verschiedenen Server angezeigt werden, auch wie viele Benutzer da jeweils drauf sind. Und die sind normalerweise sind diese Serverlisten in den öffentlichen Verzeichnissen nach der Pingzeit geordnet. Das heißt, die Server, die von den Verzögerungszeiten am günstigsten an einem dran liegen, sind am weitesten oben in der Liste. Das ist besonders interessant dann, wenn man einfach nur auf der Suche nach Leuten zum Miteinander Musik machen ist und nicht in einer festen Gruppe probt. Wenn man in einer festen Gruppe probt, ist es dann praktischer, mit einem eigenen Server zu arbeiten. So, dann haben wir hier noch das Einstellungsfenster vom Jamulus. Auf die einzelnen Punkte gehe ich später noch in einem Video ein. Wichtig ist halt, dass man dieses Einstellungsfenster von dem Grundmixerboard aufrufen kann und sich dann angucken kann. Und als letztes gibt es noch ein Chatfenster, wo man Sachen tippen kann und alles, was man tippt, zum Beispiel E-Mail-Adressen, zum Beispiel Download-Adressen von Noten, zum Beispiel aber auch Kommunikation, wenn das Mikrofon noch nicht funktioniert und wenn man mit der Software noch kein Ton rüber bekommt, dann kann man versuchen, auf diese Art und Weise noch mit anderen Leuten in der Gruppe zu kommunizieren. So, wie sieht dann eine typische Session, der Session-Einstieg mit dieser Software aus? Da habe ich ein Beispielvideo, das lasse ich jetzt erstmal laufen. Hinten auf dem hinteren Monitor ist jetzt das Jamulus Mixerboard zu sehen und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das sieht so aus, wie wir es hier sehen. Wir haben hier links das Eingangspegelmeter, das unsere eigene Aufnahme wiedergibt und dann wird das rechts angezeigt, der Stärke, mit der es beim Server ankommt. Wir haben hier einen Lautstärkeregler, den können wir runterziehen, damit es leiser wird. Das sieht man jetzt hier so. Hier wird es wieder lauter. Wir können auch hier im Mixerboard nach links und nach rechts unsere Soundquelle verteilen und hören das dann entsprechend in unseren Kopfhörern. So, jetzt habe ich hier den Rekorder eingeschaltet. Der Soundrekorder dient dazu, auf dem Server alle Tracks separat aufzunehmen. Man kann die also hinterher nochmal in einem eigenen Mix zusammenführen und ist nicht darauf angewiesen, dass das das ist, was man gehört hat bei der Aufnahme. Okay, dann muss ich den komplett abbrechen. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass hier im Mixerboard zwei Leute dazugekommen sind. Die werden wir sicherlich auch gleich hören. Ah, hallo. Einen Hallo. schönen guten Abend zusammen. Guten Guten Abend. Abend. Ich Das war bin. gutes Timing, Gabi. Da waren wir quasi in der gleichen Sekunde online. Ja, das würde ich auch so sehen. Ach, guck mal. Ui, die Inge kommt. Oh, ja, heute sind alle irgendwie sehr pünktlich. Hallo? Hallo Inge. Hi. Guten Abend. Ja, ist auch gar nicht schlimm, wenn wir pünktlich sind. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass der Carsten, der hinzugekommen ist, nicht mehr auf das Mixerboard passt, weil ich das Fenster am Anfang zu klein gewählt habe. Das werden wir umgehend korrigieren. Okay, Von okay, meinem. okay. Da sind sie alle pünktlich da. Carsten, Ja. Petra. Nee, Petra ist noch nicht da. Was? Ja, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich bin aktuell von der Tonqualität begeistert. Ja, das ist immer so, wenn noch nicht so viele da sind, ne? Ja. Solange wir nicht spielen, ist alles gut. Bisschen Zeit ist ja noch.
Ah, da ist auch Petra. Ja. Hi. Hallo. Ah, ja, da kann ich schon anfangen, mir die Leute in die richtige Richtung zu legen. Was man jetzt sieht, ist, dass ich mit einem MIDI-Controller auch das Mischpult bedienen kann. Das ist ein kleines Gerät, was manchmal praktischer ist als eine Maus. Das wird unterstützt von Jamulus. Ja. Interessant. Inge und Gabi lagen schon da, wo ich sie eigentlich haben wollte. Ach, guck mal. Hat er sich irgendwas gemerkt? Ja, das haben wir grundsätzlich hier immer bei der Instanz. Bei mir auch Standard. Du stellst das ein und der bleibt gleich. Bleibt, genau. Ah, okay, ja. Wie wir jetzt gehört haben, und wie ich da nur vergessen habe, wenn man keinen MIDI-Controller hat, dann ist es einfach so, dass die Einstellungen von der letzten Session immer übernommen werden, solange man mit denselben Leuten zusammenspielt. Aber eine grottige Gesamtverzögerung. Gesamtverzögerung ist jetzt die Frage, was ist das? Da schauen wir einmal ins Mixerboard und gucken uns hier im Mixerboard die Einstellungen an. Und da sehen wir hier, dass wir eine Gesamtverzögerung haben, die liegt jetzt hier so um die 35 Millisekunden. Das liegt daran, dass ich auf meinem lokalen Server bin für diese Demo und die Pingzeit bei mir liegt bei 0 Millisekunden. Die Pingzeit ist die Zeit, die es braucht, um zum Server und zurückzukommen, die reine Datentransferzeit, und die Gesamtverzögerung beinhaltet dann noch das Puffern von den Audiodaten und das Kodieren und Dekodieren auf der Serverseite und auf der Clientseite. 108. Oh nee, das ist. Das ist WLAN oder? WLAN. Oh. Das ist. Ja, also da sind wir diesmal ja richtig gut mit unseren knapp über 60. Interessant, habe ich sonst nie. Wer belegt denn sonst euer Netz so? Was wir hier auch gehört haben, ist die Frage WLAN oder LAN. Normalerweise sollte man immer eine Jamulus-Session aus Gründen der Stabilität der Verbindung per Kabel vorziehen. Nee, ich meinte bei euch zu Hause, selber Router. Wer weiß, was der Rechner gerade noch so macht, irgendwelche Updates laden oder so. Ja, das dürfte eigentlich. Und die Pingzeit, wo liegt die bei dir? 91 und 41, 61, 71, 81. Ja, das sind eigentlich so unsere Werte, die wir sonst so haben. Es springt wild hin und her. Ja, also das hatte ich, als bei mir der Kaspersky mal Updates gezogen hat, parallel. Also, wir sehen, dass Gabi hier ein gewisses Problem hat. Wir haben hinterher herausgefunden, dass dieses Problem vermutlich durch einen Reboot ihres Rechners zu beheben war. Manchmal ist es halt so einfach. Dann schauen wir uns doch einmal an, was für Rechner und Systeme hier zum Einsatz kamen. Hier haben wir die klassischen Windows-Laptops mit einer Soundkarte. Und zwar ist hier links eine relativ preiswerte von Behringer. Hier ist eine uralte Soundkarte von Tascam. Die sind beides USB-Soundkarten und sind angeschlossen über XLR-Kabel an Mikrofone. In diesem Fall sind es sogar die gleichen Mikrofone, die dann mit Phantomspannung gespeist, also es sind Kondensatormikrofone, die Sachen passend aufnehmen. Bei den Laptops war es erfahrungsgemäß so, dass die Soundqualität der eingebauten Mikrofone nicht zufriedenstellend war. Hier haben wir jemanden, der mit einem auch unter Windows arbeitet, aber mit einem Desktop-PC. Der hat auch eine Soundkarte eingebaut gehabt. Die Qualität des Mikrofoneingangs war nicht überzeugend. Da gehen wir jetzt momentan über den Line-In-Eingang rein. Und zwar über dieses Mischpult, was man hier im Hintergrund sieht. Da ist dann auch das Mikrofon, was hier im Vordergrund zu sehen ist, dran angeschlossen. Und der Ausgang von dem Mischpult geht dann in den Line-In-Eingang von der Soundkarte von dem Rechner. Und da ist die Qualität dann tatsächlich so, dass man gut damit arbeiten kann.
Hier haben wir einen Benutzer, eine Benutzerin, bei der zu meiner tiefen Enttäuschung als Bastler kein Besuch nötig war und wo das Equipment von ihr tatsächlich ausreichte. Der Mac Mini steht hier auf dem Tisch. Im Fall, wenn man nicht gerade Fotos macht, gehört er unter den Tisch. Tatsächlich verursacht er, wenn er hier steht, deutliches Rauschen. Die Mikrofone sind nämlich im Monitor verborgen. Und den Rechner dann etwas entfernt von dem Monitor aufzustellen, macht durchaus Sinn. Hier war tatsächlich die Grundklangqualität so brauchbar, dass ich bis jetzt noch keinen Ortstermin vorgenommen hatte. Dann sieht man mein eigenes Equipment hier. Man sieht den Rechner, auf dem ich jetzt tatsächlich auch gerade den Vortrag halte. Hier ist ein kleiner MIDI-Controller. Hier ist ein zweiter Monitor, auf dem gerade die Jamlos-Fenster zu sehen sind. Und das Mischpult hier im Hintergrund hat eine eingebaute Firewire-Schnittstelle, mit der ich meine Aufnahmen mache. Hier ist ein Rhythmuscomputer, den werde ich nachher auch noch mal näher vorstellen. Ja, und hier haben wir die Jamlos Server-Oberfläche. Wenn man den Jamlos Server startet, kann man ihn auch mit einem Fenstersystem starten. Ist nicht nötig, es geht auch headless. Und dann hat man ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Man kann entscheiden, ob man den Server veröffentlicht. Man kann entscheiden, auf welchem öffentlichen Verzeichnis man den ablegt. Man kann ihm Namen und Ort geben. Man kann eine Aufnahmefunktion aktivieren, die dann die Teilnehmer auf Festplatte festhält. Und man kann eine Begrüßungsmeldung festlegen. All diese Sachen können über Kommandozeilen festgelegt werden und benötigen kein grafisches Benutzerinterface. Und man kann den Server mit oder ohne der Möglichkeit für dieses Interface kompilieren. Ja, dann schauen wir uns einmal die Architektur von Jamlos an. Es ist eine Client-Server-Architektur. Das heißt, man hat einen dedizierten Server und man hat Clients, die an diesen Server angeschlossen sind. Jeder Client sendet einen Audio-Stream von einem Benutzer zum Server und empfängt dann den fertigen Mix, den der Server für diesen Client aufbereitet hat und gibt ihn dann wieder im Kopfhörer des jeweiligen Nutzers. Man kann optional aufzeichnen. Wie gesagt, das erzeugt das geschieht beim Server selber und zwar pro Track. Das heißt, es wird noch kein Mix vorgegeben. Man kann hinterher nochmal neu mischen. Die Zentralserver, das sind solche, die ein bestimmtes Genre wie Jazz oder Klassik oder so unterstützen, die haben dann Verzeichnisse von verschiedenen öffentlichen Servern. Und die öffentlichen Server kommen im Allgemeinen ohne explizite Portfreigaben aus. Das heißt, wenn der Zentralserver weiß, dass mit einem öffentlichen Server in Kommunikation steht, dann werden die Ports, die nötig sind, damit der öffentliche Server benutzt wird, auch normalerweise über die Portfreigaben von den Routern freigegeben. Wenn man nicht in einem Zentralserver eingetragen ist, das heißt, man hat einen Server, der nicht einer größeren Gruppe bekannt gemacht ist, dann muss man einen eingehenden Port freigeben. Und zwar ist das typischerweise der Port 22124 in UDP. Die Architektur, also der Signalfluss, ist beim Client, wird das Signal aufgenommen. Es wird kodiert mit einem Opus-Codec in diesem Fall. Es wird übers Internet an den Server geschickt. Der Server dekodiert das Signal, er zeichnet es eventuell auf. Er erstellt aus allen anderen dekodierten Signalen mit dem zusammen den persönlichen Mix nach den Vorgaben des Clients. Er kodiert den Mix wieder. Er transferiert ihn wieder über das Internet. Auf der Gegenseite wird das Signal wieder dekodiert und über die Soundkarte dann wiedergegeben. Und das Ganze muss so schnell geschehen, dass man eine Durchlaufverzögerung hat, mit der man musikalisch arbeiten kann.
Ja, die Implementation ist so gemacht, dass der Transfer über UDP-Pakete erfolgt, die Kompression mit Opus, wie ich schon gerade gesagt habe, mit bestimmten Codecs. Der Server arbeitet nicht mit einer Soundkarte und er ist auch nicht vom Takt der Clients abhängig. Das heißt, er timet selber mit Hilfe einer Timerschleife diese 48.000 Samples pro Sekunde, die er durchschleift, durch. Und wenn die Geschwindigkeiten sich unterscheiden, das wird nicht ausgeglichen, das führt dann zu Aussetzern. Das passiert normalerweise eher selten, aber es kann halt bei unstabilen Verbindungen häufiger auftreten. Die Soundsysteme, die beim Client unterstützt werden, sind unter Linux Jack. Das ist relativ bekannt, denke ich mal. Unter Windows sind ASIO-Treiber gefragt und unter Mac die üblichen Core-Audio-Treiber. Und das sind auch die Plattformen, die im Wesentlichen unterstützt werden. Der Bandbreitenbedarf, den das Benutzerinterface angibt, hängt von der Qualität ab und ob man in Mono oder Stereo sendet. Das geht von 300 Kilobit bis 900 Kilobit rauf und gilt in beide Richtungen, weil Sende- und Empfangsrichtung immer mit der gleichen Qualität funktionieren. Die Bandbreite, die benötigt wird, ist beim Server ein Empfangskanal und ein Sendekanal, der pro Client anfällt. Das heißt, wenn man 20 probende Leute hat, dann fällt auch die 20-fache Bandbreite beim Server an. Es gibt keine Echokompensation. Das bedeutet, man muss unbedingt, wenn man mit Mikrofonen arbeitet, Kopfhörer einsetzen. Sonst gibt es unangenehme Echos bis hin zu bösen Rückkopplungen. Ja, wo stellt man sich den Server hin, wenn man einen Server braucht? Ein Server, der in-house ist, also in direkter Nähe, der macht dann Sinn, wenn tatsächlich auch alle Musiker in dem lokalen Netzwerk vorhanden sind oder netzwerktechnisch in der Nähe sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Musikschule mit getrennten Übezellen hätte oder so, oder eine Probesession macht, wo man alle Leute in verschiedene Räume steckt, damit man hinterher auch sehr schön getrennte Tracks haben kann und das analysieren kann. Das ist vorstellbar, ist aber nicht die Hauptanwendung. In der Cloud, einen Server in der Cloud zu betreiben, ist dann sinnvoll, wenn es darum geht, bei Bandbreite und bei Latenz, die gerade für den Server sehr, sehr kritisch sind, die Verluste zu minimieren und auch im Problemfall dann sagen zu können, okay, dann nehme ich mir einen leistungsfähigeren Server. Wobei die Möglichkeit mit massiver Parallelität die Effizienz von Jamulus zu erhöhen auch etwas begrenzt ist. Ja. So, wenn man jetzt den Server in die Cloud bringt, dann ist natürlich die Frage, was nehme ich mir für einen Cloud-Provider? Und da guckt man einfach, welcher Cloud-Provider ist von der Netzwerkzeit, von der Laufzeit her, möglichst nah. Das kann man dann halt wieder anhand der Ping-Zeiten entscheiden. Und wenn man halt zwischen verschiedenen Providern entscheiden will, kann man sich deren Webseiten mal so angucken und die einfach mit dem Ping-Programm anpingen und gucken, wie lange so die Durchlaufzeit ist. Man kann auch schon mal mit Jamulus durch so eine Serverliste sich durchgucken und dann verbindet man sich einfach mal mit so einem Server und macht dann ein LSOF-IUDP. Damit kann man gucken, was für UDP-Ports sind momentan wohin offen auf meinem Rechner. Und dann kann man identifizieren, welche Adresse, IP-Adresse der Server hat, und mit geeigneten Utilities wie TracePath und kann man normalerweise dann auch ganz gut erraten, wo dieser Server steht und von welchem Provider er unterhalten wird. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ein anderer ist es natürlich dann einfach unter den Serverbetreibern, die man so kennt, also Amazon, Ionos,
Hetzner und so schaut man sich halt an, was die für Angebote für Rechenzentren haben und welches vermutlich netztechnisch in der eigenen Nähe ist. Wobei netztechnisch in der eigenen Nähe muss nicht unbedingt geografisch direkt nah heißen, weil die großen Übergabeknoten zwischen verschiedenen Providern nicht unbedingt lokal vorhanden sind und man deswegen auch innerhalb von einer Kleinstadt das Problem haben kann, man ist bei verschiedenen Providern und der Verkehr zwischen den beiden Kleinstadtteilnehmern läuft halt trotzdem über eine Großstadt, die deutlich entfernt ist. Manchmal hilft dann nur ausprobieren. Ja. Und ach so, was auch noch sinnvoll ist, wenn man größere Ensembles proben lässt, dann sind Server, die man stundenweise abrechnen kann, durchaus sinnvoll, weil ja, es macht einen Unterschied, ob man einen Server einen Monat im Monat bezahlt oder einen Server für 12 Stunden im Monat bezahlt. Klar, wenn man einmal wöchentlich probt oder so, dann ist es schon sinnvoll, nur einen Server zu haben, der stundenweise aktiv ist. Da muss man aber genau gucken, welche Kosten weiterlaufen, wenn der Server nicht aktiv ist. Es gibt viele Modelle, Preismodelle, wo ein Server auch Geld kostet, wenn man ihn eigentlich runtergefahren hat. Und oft muss man den Server komplett löschen, damit keine Kosten weiterlaufen. Ja, dann haben wir Probleme. Was für Probleme können auftreten? Latenz ist natürlich das Hauptproblem. Das heißt, die Sachen kommen mit Verzögerung beim Gegenüber an. Und so als Faustregel kann man sagen, eine Millisekunde entspricht einem Fuß Entfernung bei Schall, der im freien Raum übertragen wird. 60 Millisekunden entsprechen 20 Meter Entfernung im Freien. Jetzt kann man natürlich ein Orchester oder so, hat keine großen Probleme, in 20 Meter Entfernung zu stehen, aber die richten sich alle nach einem zentralen Dirigenten. Und ein zentrales Dirigat hat man im Ensemble normalerweise eben nicht. Ein weiteres Problem ist 20 Meter Entfernung. Man hört ja, wie weit das entfernt ist und kann sich ein bisschen drauf einstellen und versuchen, und das kompensiert man dann automatisch. Wenn die Verzögerung aber durch das Internet oder so zustande kommt, hat man einen sehr direkten Klang und man denkt deswegen, der andere ist direkt neben einem. Und wenn der andere ein bisschen zu spät kommt und man reagiert darauf und kommt dann selber auch ein bisschen zu spät, dann führt das dazu, dass die Sachen ja so verschleppen und stillstehen. Da habe ich ein kleines Beispiel, das hören wir uns jetzt mal an. 1, 2, 1, 2. Meinte. Dann gibt es natürlich Schwankungen in der Synchronizität der einzelnen Soundkarten. Die sind ja nicht aufeinander synchronisiert. Und in Server, Netzwerk und Client Leistung und Umsatz, das führt dann immer zu einzelnen Aussetzern, die diese ausfallenden Pakete bei Opus haben so ein typisches Geräusch, das ich jetzt mal als Knuspern bezeichne. Bei Sprache fällt das gar nicht mal so sehr auf. Wenn man Instrumente mit kontinuierlichen Tönen hat, dann ist das doch sehr viel auffälliger. Und es ist eigentlich so, dass die Technikprobleme am Anfang einiges von der Zeit und auch der Unterhaltung dominieren. Da haben wir ja auch schon das Beispiel gehört. Ja, man muss sich gewöhnen an Kopfhörer und Kabel. Man will halt natürlich nicht ständig über die Kopfhörer stolpern. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Funkkopfhörer zu arbeiten, aber da sollte man dann eher auf alte Technik zurückgreifen, nicht Digitaltechnik, sondern Analogtechnik, also FM-Modulation, was
typischerweise auch mit einigen Störgeräuschen verbunden sein kann und unter Umständen auch Dynamikkompression beinhaltet. Da muss man sich halt anschauen, was es für Modelle gibt. Und es ist wichtig, man muss, was immer man auch für einen Kopfhörer hat, man muss kein Problem damit haben, also man darf kein Problem damit haben, den wirklich über mehrere Stunden über die komplette Probe aufzuhaben. Da gibt es halt welche, wo man eher heiße Ohren kriegt. Da muss man sich halt auch seinen persönlichen, ja, Kopfhörer dann aussuchen und sich dran gewöhnen. Ja, wenn wir das alles gesagt haben, eigentlich gibt es dann auch einige Überraschungen bei diesem Betrieb, die jetzt nicht vorher absehbar sind. Also ob zum Beispiel alle Teilnehmer wirklich eine vernünftige Verbindung haben, das merkt man erst beim Test mit Jamulus. Die können funktionierendes Fernsehstreaming haben und sagen, ich habe sonst nie Probleme mit dem Internet. Das zählt leider nicht unbedingt. Ob der Server leistungsfähig genug ist, von der Bandbreite her und von der Rechenleistung, das merkt man auch erst beim Test mit allen Teilnehmern. Und da man nicht zu viel Zeit von allen Teilnehmern verschwenden will, wird man am Anfang häufiger mal mehrere Cloud-Server parallel aufsetzen, die eine verschiedene Leistungsfähigkeit haben. Und dann testet man die mit allen Teilnehmern durch, damit man halt nicht immer, wenn etwas nicht ausreicht, dann eine 20 Minuten, halbe Stunde alle Leute beschäftigt. Ne? Zeit ist Geld und wenn man wirklich zu viele Leute auf einmal unnötig da sitzen hat, das ist eigentlich immer peinlich. Deswegen immer parallel so weit testen, wie man kann. Und was man nicht testen kann, dann hält man sich halt was in der Hinterhand, was leistungsfähiger ist, als man gedacht hätte, dass es nötig ist. Was dafür recht praktisch ist, ist, wenn man den anderen Leuten eine Adresse gibt, die man über einen dünnen DNS-Betreiber bereitstellt. Da gibt es halt auch verschiedene Angebote. Dann kann man nämlich den Namen immer auf einen anderen Rechner, auf eine andere IP-Adresse umlegen, ohne dass die Leute selber irgendwas an ihrem Namen ändern müssen. Die müssen dann nur einmal trennen und wieder verbinden machen an ihrem Client. Und dann sind sie mit dem neuen Server, den man dann diesen Namen zugeteilt hat, verbunden. Ja, dann gibt es natürlich auch ein paar Pluspunkte zu erwähnen. Die räumlich getrennten Proben haben natürlich deutliche Nachteile, ne, aber es gibt auch ein paar Pluspunkte. Und das eine, was mir aufgefallen ist, das muss jetzt natürlich nicht für jedes Ensemble gelten, ist, dass eine erhebliche Reduzierung von Probenausfällen und Abwesenheiten zu verzeichnen war. Vielleicht liegt es auch an der Pandemie, weil die Leute einfach nichts anderes mehr haben, wo sie hingehen können. Aber ich würde mal schätzen, dass wir so vorher 40% aller Proben haben stattgefunden. Und dann typischerweise so mit 70% aller Ensemblemitglieder. Das ist natürlich kein besonders ehrgeiziges Ensemble, muss man natürlich sagen. Und jetzt ist es eher so, dass 100% der Proben stattfinden mit typischerweise um die 90% der Teilnehmer. Und das ist schon ganz erstaunlich, weil der ganze Aufwand für die Anfahrt entfällt. Man hat natürlich wie sonst auch eine feste Routine, aber man kommt halt nach Hause, man sitzt in seiner eigenen Bude, man muss nicht aufbrechen, man hat das Instrument, man muss es nicht einpacken, man muss nirgendwo hinfahren. Und das ist etwas, was bei vielen Leuten, was heißt hier bei vielen Leuten, aber zumindest bei den Leuten von unserem Ensemble anscheinend einen sehr großen Unterschied macht. Dann haben wir im Vergleich zu solchen Programmen wie Jitsi und anderen Telekonferenzsystemen einfach eine andere Dynamik. Man fühlt sich im selben Raum, es ist nicht so eine formelle, jetzt spricht jemand und dann spricht jemand anders oder so, sondern man fällt sich auf eine andere Art und Weise ins Wort und hat einen gewissen Grundpegel an Kommunikation, was sonst nicht gegeben ist. Ja, dann haben wir ein sehr viel differenzierteres Klangbild, dadurch, dass jeder einzeln mikrofoniert ist.
als wenn wir tatsächlich live in einer Gruppe sitzen. Unser Ensemble hat eine Ensemblegröße von 7 bis 8 Teilnehmern. Und da sitzt man dann typischerweise in einem Halbkreis und man solche Sachen wie, man richtet sich jetzt stur nach dem Bass und der gibt das Tempo vor, sind in dem Fall schwierig, wo man den Bass gar nicht hören kann und eigentlich im Wesentlichen seine Nachbarn hört. Und das heißt, das Klangbild, mit dem man arbeitet, ist eigentlich ein ganz anderes bei diesen virtuellen Proben, ist ein sehr viel differenzierteres. Wenn man jemanden Bestimmtes besser hören will, dann schiebt man sich den halt einfach höher im Regler und kann sich dann danach richten. Dann hat man hinterher diese Aufnahmen und diese Aufnahmen, wo wirklich jeder einzeln aufgenommen ist und zwar so sauber getrennt, wie man das gar nicht mal hinkriegen würde, wenn man jedem Einzelnen ein Mikrofon in einer Gruppe gäbe. Die sind schon sehr gut geeignet, um sich in einzelne Sachen reinzuhören, um festzustellen, wer hat da wo ein Problem gehabt. Die sind sogar so gut geeignet, dass ich eigentlich als Techniker die nicht rausgeben würde, einen Orchesterleiter, um nicht Leute anzuschwärzen. Dann was für mich persönlich auch interessant war, ist, dass es einfach sehr einfach wird, den Kram, den man als ein Hobbybastler sowieso zu Hause stehen hat, in eine Session mit einzubinden. Also wenn irgendwie da viermal es nicht geklappt hat, gut synchron im Tempo zu spielen, dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt mal ein Schlagzeug, dann klemme ich halt mal einfach mein Rhythmusgerät dran. Ne? Dann, und das ist sowieso gerade am Mischpult dran, was meine Soundkarte ist. Ne? Dann kann ich sehr einfach mit solchem Spielzeug agieren und schauen, wie das die Probe voranbringt. Also hier ist zum Beispiel so ein Arranger ist das. Den habe ich bei mir stehen, den verwende ich eigentlich eher selten. Da als die Frage aufkam, können wir da nicht mal, kein Problem, ne? Habe ich alles da. Und diese alten Geräte sind schon praktischer, als wenn man mit irgendwelchen Klickoberflächen arbeitet, weil man hat hier für jede Funktion noch einen eigenen Knopf und man findet sich da halt sehr schnell zurecht. Und in diesem Fall war es auch wichtig, ich habe auch noch Pedale angeschlossen. Ich spiele mal einfach so ein Beispiel. Kann ich einfach einen Blues reintreten? Sekunde, gucken wir mal. Lass mal gerade den Rhythmus laufen. Das ist das okay oder ist das zu langsam? Ja, ist okay, ist gut. Okay, dann gucke ich mal, dass ich umregistriere. Fangen wir dann bei dem, da mal halbes Tempo ist, an. Da wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie mal schauen, was das Vorspiel da hergibt. Ja, das kann ich schon. Mal, ob das jetzt auch klappt. Ich denke, man hat hören können, wie man sich auf so etwas auch einstellen kann. Dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss des Vortrags. Also, was für Erweiterungen wären vielleicht noch sinnvoll und wünschenswert? Für mich persönlich wäre erstrebenswert, dass man, was Aufnahme und Wiedergabe angeht, unterschiedliche Qualitäten und Kanalzahl haben könnte. Also sowas wie Mono in, Stereo out ist eine sehr sinnvolle Sache und sehr praktisch und
Aber es macht halt keinen Sinn, dass die Bandbreiten sich dann in beide Richtungen nicht unterscheiden. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass man mit einem eigenen Mixerstrip ein elektronisches Instrument einspeisen will. Das braucht natürlich keinen Kanal, um irgendetwas zu hören. Im Gegensatz dazu braucht ein reiner Zuhörer keinen Kanal, um etwas zu senden. Und das ist momentan nicht trennbar. Und das finde ich eigentlich ein bisschen unnötig. Da muss man mal schauen, ob die Entwicklung da langfristig hingehen kann. Was natürlich auch in dem Zusammenhang ist mit elektronischen Instrumenten, ist, dass ein Benutzer mehrere Mixerstrips haben kann, ohne dass er dafür mehrere Instanzen von Jamlos starten muss. Dann wäre natürlich schön, wenn man, was momentan aufgezeichnet wird von den Servern, sind WAV-Dateien nach dem Dekodieren. Wenn die Codecs solche Formate verwenden würden, dass man einfach direkt das kodierte Material aufzeichnen würde, würde das natürlich deutlich weniger Plattenplatz beanspruchen und ohne gleichzeitig dabei einen Qualitätsverlust zu beinhalten, weil der Qualitätsverlust ist ja schon aufgetreten bei der Originalkodierung. Das war eigentlich das Ende des Vortrags und da bedanke ich mich dann für euer Interesse und jetzt denke ich mal, sind noch Fragen möglich. Okay. Ja, dann mache ich wieder auf. Genau. Ja.